Hallo lieber Wassermann, schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast auf meinem YouTube-Channel. Falls du das erste Mal bei mir bist, ich bin Martina, ich lege hier Tarot für dich. Ich mache gleich dein Reading für den Oktober 2024. Du kannst dir dieses Video sehr gerne angucken, wenn du Wassermann in einer deiner Platzierungen hast. Sehr willkommen sind hier auch die lieben Crosswatcher. Bevor ich anfange zu legen, möchte ich mich bei dir bedanken, Wassermann, für dein Zuschalten oder dein erstes Mal zuschalten, dein Wiederzuschalten, deine Likes, deine Abos, das Teilen meiner Inhalte, sofern sie dir gefallen. Das alles hilft meinem deinen Channel weiterhin so schön zu wachsen und zu gedeihen, wie er es die letzten Monate hier auf YouTube getan hat. Also danke ich dir dafür sehr herzlich. Und wenn du auch einmal mit mir persönlich spirituell arbeiten möchtest, also deine persönliche Legung zum Beispiel haben möchtest, sage ich am Ende des Videos nochmal was dazu, wie du Kontakt zu mir aufnehmen kannst. Okay, Wassermann, ich habe mich schon mit deiner Energie verbunden, gereinigt und geklärt und jetzt geht's los. Rückseite des Decks, Wassermann, ein König der Stäbe, vielleicht eine männliche Energie bei dir, also eine sehr männliche, also so eine sehr sexy Energie. Du bist Wassermann, das heißt, du bist ein, ich wollte gerade falscherweise Wasserzeichen sagen, nein, ein Luftzeichen. Also dann eine Königin oder ein König der Schwerter. Wir gucken nicht auf Geschlechter, wir gucken hier auf diesem Channel immer auf die Energie. Aber nur damit du dich richtig zuordnest. Das hier wäre, wenn wir jetzt nach den Sternzeichen gehen, also der König der Stäbe. Ja, ein leidenschaftlicher König, dessen Naturell, dessen Element in Feuer verhaftet ist. Also ein Schütze, ein Widder, ein Löwe möglicherweise. Also, oder du wirst in diesem Monat zu einer Person des Feuers. Wir gucken einfach mal. Was darf ich Wassermann sagen über Oktober? Wassermann. Kurz, ne? Wer mich schon länger guckt, weiß, ich habe ja hier immer mein Mindmap. Wassermann. Sonst sind die Titel vergessen, bis ich hochgeladen habe. Okay, Wassermann. Alles klar. Danke fürs Warten. Ich hatte gerade gesagt, dass dein König der Stäbe möglicherweise eine Person des Feuers ist. Erste Karte raus in meinen Legungen bestimmt immer die Energie der ganzen Legung. Wir haben hier die Neun der Stäbe. Es geht darum, dass in der Vergangenheit die Person entweder Verletzungen erlitten hat oder dir Verletzungen zugefügt hat. Möglicherweise, dass die Neun der Stäbe sind auch dem Schützen zugeordnet. Ja, da schau am besten mal hin. Also es muss jetzt nicht zwangsläufig ein Schütze sein. Ich glaube, es geht um eine Person, der du oder der du Schmerzen zugefügt hast, also eine Verletzung oder halt umgekehrt, ne? Das ist im allgemeinen Reading immer nicht so schwer zu sagen. Kann auch sein, dass hier eine dritte Energie drin war, also eine andere Königin eingegriffen hat, quasi in eine Verbindung oder in eine Freundschaft. Das kann auch sein, dass hier eine Person des Wassers eingegriffen hat, Fische, Krebs, Skorpion. Oder dass eine Person dazwischen war, zwischen euch, wenn das jetzt hier ein Liebesdreieck ist, dann vielleicht eine Person, von der diese Person gedacht hat, sie oder er sei der oder die Richtige. 10 der Münzen. Man hat hier versucht, sich ja eine Stabilität aufzubauen miteinander, aber das ist gescheitert mit den 9 der Stäben. Also eine Stabilität, ein Familienleben vielleicht. Ja, und ich kriege auch gerade rein, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Also, dass es im Außen anders gezeigt wurde für die Menschen, die es von außen beobachten, als es dann im Endeffekt der Realität entsprach. Ja, genau. Und wir haben noch die 4 der Schwerter auf der Rückseite des Decks. Da geht es darum, dass sich jemand hier im Rückzug befunden hat. Jemand hier, ja, oder befindet sich gerade noch im Rückzug und spielt dieses Happy Family Life vor.
Ja, wow, wie geht denn das hier weiter? Also kann in beide Richtungen gehen. Vielleicht bist du Wassermann im Oktober, jemand, der vorgibt nach außen, alles ist gut, so aus Selbstschutz vielleicht. Oder du hast mit so einer Person zu tun, von der du intuitiv ganz genau weißt, dass, ja, dass sie nicht authentisch lebt. Naja, ich rede von Rückzügen, Eremit kommt raus. Wartet, ich muss mal, es waren jetzt vier, nicht drei, aber es macht nichts. So viel große Arkana. Hammer viel große Arkana. Also, wenn du das bist oder diese Person, die da auf ihrer Reise ist, dann ist es ganz klar, diese Person durchlebt gerade, oder jetzt im Oktober 2024 und die darauffolgende Zeit, die ein oder andere Lernaufgabe, die gemeistert werden darf auf dem eigenen Seelenweg. Ne? Rat des Schicksals haben wir, es geht darum, dem Schicksalsweg zu folgen. Und wenn es dieser Person in ihrem Rückzug, du oder die andere Person, gerade nicht so gut geht, dann ist dieser Rückzug nur dafür da, um da stärker rauszukommen. Ja. Könnte man auch sagen. Also so stärker als je zuvor rauszukommen aus der Situation, du oder die andere Person. Ja? Also vielleicht bist du oder die andere Person den Rückzug jetzt auch mittlerweile leid, aber du darfst wissen, Wassermann, es geht darum, dieser Rückzug, den du jetzt gerade eben vollführst, der ist zu einem höheren Wohl, zu deinem höheren Wohl oder zum höheren Wohl dieser Verbindung, whatever. So, ja? Und das große Glück wartet auch, wenn du aus diesem Rückzug rauskommst. Die Sonne ist da, es ist Schütze und Fische, das ist Löwe-Energie. Hier haben wir auch die Jungfrau dazu, den Eremiten. Und da geht es auch drum, guck mal, der Eremit schaut zur Sonne. Also er ist im Rückzug gerade, aber er ist sich ganz klar bewusst, dass wenn er diesen Rückzug aufrecht hält und mit sich selbst halt quasi die Lösung erarbeitet, die ihm jetzt am besten dient, also dem Eremiten jetzt, dann schaut er auch zur Sonne, zum größten Glück und zur Erfüllung seines Schicksals. Also das ist mega toll. Wassermann, wenn du dich gerade eben so ein bisschen isoliert fühlst von der Welt und so, darfst du wissen, dass das alles zum göttlichen Plan gehört. Das ist total toll. Und du kommst da, oder deine Person, auf die du hier schaust, kommt da stärker raus als jemals zuvor. Und du hast, der Eremit hat den Teufel, das ist mega gut gefallen, der hat den Teufel im Rücken. Also im Rückzug zwar ja, aber gegen die Ängste, gegen alle Widrigkeiten, gegen die Süchte, gegen alles, was nicht gut gewesen ist. Ne, davon dreht der Eremit sich weg und schaut zur Sonne und zum Rat des Schicksals. Und das ist total schön. Es geht hier darum, wirklich, die Person, die im Rückzug ist, kommt stärker wieder als je zuvor. Und das Ganze dann am Ende mit einem Riesenknall, der Turm. Es geht darum, dass unerwartet dieser Rückzug durchbrochen wird. Also das ist auf einmal so, bam, hier bin ich. Und ja, darum geht es. Aber auch halt erst, wenn die Zeit reif ist. Also wenn das, was du da als Eremit zu tun hast, erledigt ist. Mhm. Zum Beispiel, ich habe auch ein Wassermann-Placement und ich weiß zum Beispiel, ich bin gerade im Rückzug, weil ich ein höheres Ziel habe. Also nicht nur, dass ich neben meiner Vollzeitarbeit Privatkunden habe und die in ihren Seelenpartnerprozessen berate oder ihnen ganz einfache Readings mache, oder was anderes noch, schreibe ich meine Masterarbeit und ja, da brauche ich meine ganze Energie, Kraft gerade für mich. Und das ist auch wichtig. Und ich weiß aber, das ist ein höheres Wohl. So, ne? Irgendwann mal komme ich hier raus, nach einem halben Jahr Masterarbeitszeit und sage so, und jetzt hat mein Leben mich wieder. Jetzt habe ich zwar immer noch einige Sachen zusätzlich auf dem Zettel, aber es ist mein höheres Wohl, dass ich jetzt diesen Master geschafft habe. Nur damit du jetzt mal, weil ich wusste sofort, worum es hier geht, als ich die Karten rausgeschaffelt habe und ich habe ein Wassermann-Placement. Deswegen empfehle ich euch auch immer, euch die anderen Readings auch anzugucken von euren anderen Platzierungen her, weil da sind immer so viele Botschaften drin. Wie geht das hier aus für Wassermann? Ich hoffe, es lohnt sich. Ja, es lohnt sich, ich sag's doch. Ach, herrlich. Ich lieb's hier, Wassermann. Ja, also wie geht es hier aus? Das ist voll schön. Es geht darum, dass du noch ein bisschen Geduld brauchst mit dem, was du da in deinem Rückzug erreichen möchtest.
Aber es ist schön, weil es gibt am Ende mit drei der Kelche einen Grund zu feiern. Also, so wie zum Beispiel, wenn du jetzt wie ich noch studierst und du möchtest dann deinen Abschluss oder du möchtest eine Beförderung haben und bist deswegen ein bisschen gerade im Rückzug, weil, ja, weil du irgendwie ja mit deiner eigenen Kraft auch haushalten musst, damit du die derzeitige Strapaze auf der Arbeit aushältst. Du kommst dann wieder raus und es wird wieder mit deinen Freunden, Freundinnen oder deiner Familie Gründe zum Feiern geben. Das wird total schön. Davor darfst du dann aber auch noch Entscheidungen treffen mit den zwei der Stäben. Und die Entscheidung ist halt aktuell wirklich, wenn du der Eremit hier bist, dann ist die Entscheidung gerade wirklich, die liegt auf dir. Auf dir selber, dein Fokus, deine Ziele. Aber das ist auch total in Ordnung. Dafür hast du auch noch die letzte Geduld, kannst du aufbringen dafür. Die Münzenergie ist ja immer die langsamste im Tarot, das weißt du, das erzähle ich immer. Und da geht es darum, dass du Geduld aufbringst, bis dein Ziel erreicht ist. Aber ja, das ist jetzt im Oktober drin für dich, Wassermann, das ist total schön. Jetzt hast du hier noch auf der Rückseite vom Deck noch den Ritter der Kelche. Also, auch wenn du dich gerade im Rückzug befindest, kannst du aus dem Außen, kriege ich gerade, hast du Menschen, auf die du dich verlassen kannst, die sind nicht böse wegen deines Rückzugs. Oder der anderen Person, also wenn es die andere Person der Eremit ist, dann bist du der Ritter der Kelche, auf den sich diese Person verlassen kann. Also immer so drehen im allgemeinen Reading, wie es jetzt für dich resoniert. Also ich fand das richtig schön. Dieses Reading sagt mir nur, dass wenn du dein eigenes Ziel verfolgst und auch aus dem Rückzug raus, dass du ja da sehr gestärkt rausgehst. Also ich finde das mega schön. Und wenn es dir auch so gut gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über dein Like, dein Abo, dein Kommentar. Teile dieses Video sehr gerne mit allen, die Love Tarot kennen sollten. Und jetzt persönliche Buchungen. Also ich biete an so eine Kartenlegung, Readings, Channelings von anderen Seelen, dann Soul Talks, dass du mit der anderen Seele reden kannst. Ich mache Coaching-Programme für Seelenpartner auf ihrer Seelenreise und ich mache auch Coaching-Programm zum Finden deiner Selbstliebe, also Self-Love-Pathway. Das biete ich alles bei mir im Online-Shop an. Geh mal auf den Link, den ich unten eingebettet habe, loveoftarot.com. Und ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Du kannst Kontakt mit mir aufnehmen, indem du mir eine E-Mail schreibst oder die auf die hinterlegte WhatsApp-Nummer eine WhatsApp. Das ist dann mein Business-WhatsApp. Da kannst du dich gerne melden. Ah, bloß nicht so gerne über den Chat, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr jemals dann meine Antworten lesen könnt über den Chat. Also ich weiß, dass ich interagieren kann, aber ich glaube, da hat jemand meine Antwort mal nicht gelesen. Also safe ist E-Mail oder halt per WhatsApp. Was du auch machen kannst, ist mir auf Instagram folgen. Das ist auch verlinkt auf diesem Kanal und kannst mich da anschreiben. Das machen auch manche. Okay. Ich fand die Reading, die Legung sehr schön. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Danke, dass du bis jetzt noch da bist für die Aufmerksamkeit, für den ganzen Support. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal sage ich euch, mögen wir uns wiedersehen. Bye!